Nächtlicher Überfall an der Oldenburger Eidechsenstraße. Mit enormer Brutalität hatten drei Männer einen 52-jährigen Mann und seine beiden Söhne aus Mönchengladbach mit Schlagstöcken angegriffen und mit Reizgas verletzt. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde nach Polizeiangaben zudem dreimal mit Gaspistolen geschossen. Sie waren den Ermittlungen zufolge nach Oldenburg gelockt worden, um einen Audi A3 zu kaufen. Als sie in der angegebenen Straße nach der Adresse suchten, wurden sie attackiert. Offenbar habe die Anwendung massiver Gewalt von Anfang an zum Plan der Täter gehört, teilte die Polizei mit. Zwei der Männer mussten mit schweren Schuss- und Schlagverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei fahndet nach den Tätern.